Hallo meine Lieben, willkommen heute zu dem neuen Video. Heute mal wieder eine Top 10 der etwas bekloppten Art. Ich habe mir mal meine liebsten Hotels, Gasthäuser, Tavernen, wie man das genau nennen möchte, rausgesucht. Es sind halt Orte, Rückzugsorte und in vielen Spielen, das seht ihr auch bei meinen Honorable Mentions, ich könnte so viele Tales of Spiele noch gewählt haben, weil man da ständig einkehrt. Und in vielen Gasthäusern finden dann halt auch wirklich die Dialoge statt. Gerade in den JRPGs oder generell in RPGs hast du in Gasthäusern eigentlich immer recht viel Story. Wie gesagt, auch Dialoge, du lernst Charaktere kennen. Und deshalb erinnert man sich eigentlich ganz gerne immer an sie. Wie zum Beispiel in Mystic Quest, wo man später ja Ruben trifft. Oder Tales of Vesperia, Gott, Tales of Berseria. Ich kann an so viele Gasthäuser aus den Tales of Spielen denken. Gerade in Tales of Symphonia. Och, diese eine wunderschöne Szene, wo du dann ja auch später mit Kratos redest oder mit Colette. Lernst du sie ein bisschen besser kennen. Wunderschön. Das wären so ein paar Honorable Mentions. Aber ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit der Top 10. Mich würde sehr interessieren, was fallen euch für Gasthäuser oder Hotels ein in Videospielen? Ein paar bestimmt. Vielleicht bekommt ihr sie alle. Würde mich interessieren. Ab damit in die Kommentare und wir sehen uns gleich nach einem kleinen Intro. Professor Layton und die verlorene Zukunft hat ja eine sehr, sehr geniale Story. Deshalb ist er ja so ziemlich mein liebster Teil aus dieser ganzen Professor Layton-Reihe. Ich finde halt die Geschichte, wie du ganz am Anfang in diesem seltsamen London auftauchst und alles wirkt schon so ein bisschen älter und ihr findet euch überhaupt nicht zurecht, jedenfalls dann, wenn ihr da landet und ihr merkt schon, irgendwas stimmt hier nicht. Und in diesem Hotel Duke, in dem du dann am Ende einkehrst, da am Anfang lernst du halt normal die Charaktere kennen, klar, du bekommst deine Rätsel, aber in diesem Hotel, wie ich es eben schon sagte, da findet nicht unbedingt die Story statt, sondern Luke und Layton unterhalten sich halt so viel. Das heißt, Herschel Layton, kommt hier tatsächlich auch dem Geheimnis ein bisschen auf die Spur. Ihr kehrt hier ja immer wieder ein und gerade das, was die beiden sich eben so hier unterhalten tun, da fällt einem so ein bisschen wie von den Schuppen von den Augen, was hier tatsächlich gerade passiert ist. Und weil ich weiß noch ganz genau, wie ich damals dieses Spiel gespielt habe. So ein bisschen nebenbei und dann hier an dieser Stelle, in diesem Hotel, wo sie, wie gesagt, mitbekommen haben, was hier eigentlich gerade passiert, hat das bei mir Klick gemacht. Und dann fand ich dieses Spiel halt erst so richtig gut und deshalb hat es dieses Hotel hier auf Platz 10 geschafft. Wenn du mit Scully und Mulder, huch, mein Fehler, naja, in Thimbleweed Park kommen, sind wir schon ganz ehrlich, die beiden sehen schon einfach aus wie Scully und Mulder und sie sind ja auch angelehnt. Und ich liebe dieses Spiel, es ist eine so richtig schöne Hommage an die alten Monkey Island Teile und ihr wisst, ich liebe meine Monkey Island Portion. Und ich finde es halt so geil, wie dieses Spiel den alten Charme von den Monkey Island Spielen hier wieder aufgebracht hat. Aber um Monkey Island soll es heute nicht gehen. Thimbleweed Park ist großartig und ich mag die Dialoge super gerne und gerade in diesem Hotel, da findet halt super, super viel statt, denn hier ist es das erste Mal, dass du wirklich den Fall halt so richtig nachgehst. Du hast ja diese komische Stadt, die so ein bisschen geistermäßig, so ein bisschen klein ist und so viel ist halt gar nicht zu tun in dieser Stadt. Du hast halt diesen Diner, wo du halt einkehren kannst und so ein paar kleine Gebäude, aber im Hotel, das ist halt, da ist halt unter anderem halt auch der Tatort, ne? Und erst kommst du da ja gar nicht richtig rein, du musst dich dann verkleiden, es gibt die VIP-Area, wo du gar nicht reinkommst, da gibt es ja dieses Festival, wo du nicht wirklich reinkommst und du musst immer deinen Weg in diese Locations reinfinden und ich würde fast sagen, dass die schon ein Viertel der wirklich relevanten Story des Spiels findet halt hier in diesem Hotel statt, je nachdem, in welchem Bereich des Hotels du dich gerade aufhältst und weil ich dieses Spiel großartig finde und weil ich einfach auch wie das Hotel aufgezogen ist mit den verschiedenen Charakteren, die du in einem Hotel halt auch triffst, mega geil. Ach, ich liebe Thimbleweed Park und ich liebe Monkey Island.
Oh mein Gott, also mittlerweile spiele ich schon seit ungefähr 4-5 Jahren Hearthstone. Aber ich muss tatsächlich auch schon sagen, seit ungefähr einem Jahr, wenn nicht gar sogar länger, ich kann es gerade schwer abschätzen, spiele ich es eigentlich nur noch im Battlegrounds-Modus. Also seit Hearthstone Battlegrounds rausgekommen ist, spiele ich das normale Hearthstone überhaupt nicht mehr. Viel zu viel Geld, super uninteressant, jeder spielt immer nur die gleichen Decks, Meta-Decks, die aus dem Internet rausgeladen werden. Aber Hearthstone Battlegrounds ist halt so perfekt, ich liebe diesen Spielmodus, weil er so schön einfach nebenbei läuft. Und in Hearthstone Battlegrounds musst du Minions kaufen. Und wo kaufst du sie? Du bekommst sie von Bob. Und zwar in Bobs Gasthaus. Das heißt, während du halt in diesen Kampfrunden gegen die anderen Gegner, die dir da so aufflauern, einfach ein bisschen kämpfst, beziehungsweise es wird ja automatisch gekämpft, dann kommst du einfach wieder zurück ins Gasthaus und Bob gibt dir einfach so ein paar Minions, die du kaufen kannst. Du kannst Sachen verkaufen, du kannst handeln. Es ist super easy und ich liebe diesen Spielmodus. Und deshalb war für mich eigentlich relativ schnell klar, dass ich hier Bobs Gasthaus so ein bisschen reinmogeln muss in diese Liste. Denn es ist kein wirkliches Hotel oder Gasthaus, in dem du dich bewegst. Aber Bobs Gasthaus, Hearthstone, muss mit rein. Wenn es eine Sache gibt, die ja für mich persönlich Majora's Mask eben noch so ein Ticken über viele andere Zelda-Spiele hebt, unter anderem auch über Ocarina of Time, dann ist es dieses wunderschöne, belebte, große Welt und diese wunderschöne Unruhestadt, in der einfach so viel Story stattfindet, so viele Charaktere. Und da haben wir zum Beispiel das Gasthaus zum Eintopf. Nicht nur, dass sie diese super lustige Szene mit der Hand auf dem Klo, die du später in den anderen Zelda-Spielen ja auch nochmal wieder siehst, der will ja nur Toilettenpapier. Und in den anderen Zelda-Spielen kannst du ihm ja tatsächlich Toilettenpapier dann geben. Und aber auch die Gasthausinhaberin. Und die hat ja tatsächlich auch einen sehr, sehr wichtigen Part in dieser Story, denn es spielt sich auch ein großer Teil der Carfi-Quest eben genau in diesem Gasthaus ab. Aber auch noch andere kleine Sachen. Und ich liebe es einfach, wie du genau zum Beispiel mit diesem Gasthaus bekommst du einfach mega gut mit, wie wunderschön über diese 3 Tage eben richtig Leben gefüllt ist in dieses Spiel. Diese Charaktere in dieser Stadt haben halt ihren Tagesrhythmus. Sie haben ihren Alltag und man sieht halt richtig, wie deren Leben vorangeht, wie sie verschiedene Probleme, Gedanken an den verschiedenen Tagen haben. Und das ist eben so gut, finde ich persönlich, in diesem Gasthaus implementiert. Die Carfi-Quest ist vielleicht sogar die berühmteste oder vielleicht auch die schönste und die am weitesten gestrickte Quest aus diesem ganzen Spiel. Und deshalb habe ich sofort an dieses Gasthaus gedacht. Und es ist einfach für mich so sinnbildlich dafür, was ich an Majora's Mask so liebe und weshalb es immer mein Platz 3 meiner liebsten Zelda-Spiele sein wird. Ach ja, die gute alte Zeit, die ich mit meinen ganzen Kumpanen, mit meinen Mitstreitern und Mitjägern in Monster Hunter 3 Ultimate verbracht habe. Es war einfach eine wunderschöne Zeit. Und viele können das wahrscheinlich nachvollziehen. Klar, wir haben natürlich auch Stunden, hunderte von Stunden. Wir haben 350 Stunden zusammen Monster gejagt in Monster Hunter Tri Ultimate auf der Wii U damals. Das war mein erstes Monster Hunter. Und wir haben einfach uns gefunden. Wir hatten so viel Spaß. Wir hatten halt aber eben auch Spaß im Gasthaus, in der Taverne, in dieser Hub-Welt, in der man sich halt bewegt, wenn man online spielt. Da haben wir Armdrücken gemacht, wir haben da einfach irgendwelchen Blödsinn gemacht, haben uns Equipments angeguckt, haben eben zusammen geplant, standen da einfach rum, haben uns unterhalten, haben uns gegenseitig unsere Sets gezeigt, haben unsere Sets zusammengestellt und einfach die Musik und dieser Rückblick an diese Stadt von Locklack, die und dann dieses wunderschöne Gasthaus, die Taverne in der Mitte. Gut, jeder hatte sein eigenes Gasthaus, aber es war einfach eine so schöne Zeit und diese Online-Hubworld, da kommen so unfassbar viele schöne Erinnerungen hoch.
Und da hat etwas für mich angefangen. Da hat diese Monster Hunter-Faszination für mich angefangen. Und unsere Monster Hunter-Gruppe besteht heute immer noch. Nach dieser ganzen Zeit schreiben wir immer noch in unserer Monster Hunter-Gruppe. Freuen uns jetzt auf Monster Hunter Rise. Und ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Meine Mitstreiter, meine Mitjäger. Bald geht's wieder rund. Mamma mia. Weiß ja nicht, wie gut ich das vorhin verschleiert habe, dass heute tatsächlich doch noch einmal Monkey Island kommt. Aber das Hotel von und zu Meistersuppe ist so lustig. Es ist so legendär. Ach, diese ganze Insel, Blood Island, ist auch schon so gut gemacht. Und Monkey Island 3 ist mein mit Abstand liebster Teil der ganzen Monkey Island 3. Monkey Island 1 und 2 in allen Ehren, so lustig und so gut sie das Ganze auch losgetreten haben. Teil 3 ist für mich einfach irgendwie die perfekte Mischung aus allem. Es sieht super aus, der Humor, die Dialoge, die Spiellänge. Und in diesem Hotel findet halt so viel statt, wie du erstmal den Hotelbesitzer austricksen musst, dass du ein Mitglied der Familie Meistersuppe bist, indem du eben das Bild ausschneidest an der Wand und dann quasi dein Gesicht durch das Bild so durchgucken lässt und dann, ja stimmt, du siehst aus wie ein Meistersuppe. Na klar, ich bin's doch, mal kennst du mich nicht? Und dann quizzt er dich ja noch. Und dann musst du in dem Buch heimlich nachlesen über die Geschichte der Meistersuppe. Dann die Wahrsagerin, hinten schneidest du den Käse raus. Dann kommt ja immer dieser coole Totengräber, der dich dann immer... Und dann musst du... Genau, das ist so witzig. Dann musst du dir ja immer diesen Cocktail mischen lassen. Und dann machst du da halt heimlich was rein, damit du halt stirbst. Und dann kommt der Totengräber an. Ja, ich glaube, der ist tot. Ich verbuddel den mal. Ach Gott. Es gibt einfach so unfassbar viele schöne Momente und dieses Hotel zur Meistersuppe schweißt halt irgendwie Blood Island halt auch zusammen, weil du halt auch draußen ja viel machen kannst und ist für mich halt auch mit sinnbildlich, warum Monkey Island 3 auch so unfassbar gut ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass als ich diesen Namen ausgerufen habe, Hotels aus Videospielen, sind wahrscheinlich die meisten von euch eben genau auf dieses Hotel gekommen. Ich muss aber tatsächlich sagen, ja, auch wenn ich dieses Prinzip ziemlich cool finde, ja, weil du erstmal fängst du ja draußen in Super Mario Sunshine an, das heißt, du betrittst nicht sofort das Hotel, du musst erstmal die Rochen bekämpfen, so, und dann darfst du erstmal das Hotel betreten. Und in dem Hotel selbst gibt es natürlich super viele coole Missionen, die du freischalten kannst, das Casino unten, dann natürlich die Geistersuche in der Hotellobby selber. Ich muss aber tatsächlich sagen, sie gehört nicht unbedingt zu meinen liebsten Welten, das Super Mario Sunshine, und ich würde eher fast noch sagen, es ist eher eine der Welten, ich weiß nicht, ich kann halt nicht wirklich den Finger drauflegen. Ich weiß nicht, ob mich die Geistersuche genervt hat oder dass es irgendwie unübersichtlich ist. Aber es, irgendwas sträubt sich bei mir an dem Gedanken. Ich mag halt auch dieses Casino-Ding, mochte ich auch überhaupt nicht. Big Boo dann auch als Kampf. Es ist halt ziemlich cool. Es ist ein ziemlich cooles Hotel, sonst wäre es nicht so weit oben auf der Liste. Auch gerade, wie gesagt, dass du dich ja draußen auf dem Hotel auch noch aufhalten kannst. Aber irgendwas hat dieses Hotel an sich, dass man es zwar super cool findet, es ist ein so geil designtes Hotel aus Videospielen, aber dann hätte auch so ein kleines bisschen Hass, schwenkt da auf jeden Fall auch mit. Oh, sind da dämliche Missionen dabei, ne? Aber auch so gute Missionen. Hier hat alles angefangen, als ich hier damals mit Wesemir rumgeritten bin und erstmal festgestellt habe, dass ich als Hexer oder als Witcher eben nicht so gern von allen gesehen werde. Dass ich erstmal mich mit den ganzen Figuren unterhalten habe und gelernt habe, dass man hier kaufen und tauschen kann und ja, dass man vorsichtig sein muss, wenn man als Witcher in die große weite Welt rausgeht.
Und hier habe ich das Spiel und vor allem die Welt von The Witcher 3 überhaupt erst so richtig kennengelernt. Man verbringt sehr viel Zeit in Gasthäusern in The Witcher 3. Unter anderem wird hier einem ganz am Anfang auch Gwent beigebracht. Dieses sehr, sehr coole Kartenspiel, was ja tatsächlich dann später auch ein eigenes Spiel bekommen hat. Ich weiß noch, dass ich damals mit The Witcher 3 angefangen habe. Und nicht nur, dass ich die Unterhaltung halt genossen habe und auch später mit Dijkstra die coolen Unterhaltung findest für alles im Gasthaus, alles in irgendwelchen Gasthäusern, aber gerade hier in Weißlauf ganz am Anfang. Weißlauf? Echt? Heißt das nicht in Skyrim auch so? Weißgarten, ich wollte gerade sagen, Moment, ich habe gerade die Spiele verwechselt. Skyrim hat natürlich auch sehr, sehr coole Gasthäuser. Skyrim ist auch eine Honorable Mention wert auf jeden Fall. Aber gerade hier in The Witcher in Weißgarten, das allererste Gasthaus, du triffst hier später auch noch coole Figuren. Auch viel der Story findet in diesem Gasthaus statt. Du kommst da später hier auch nochmal hin zurück. Aber gerade der Anfang, ich weiß noch, wie dieses Feeling, dass man als Witcher eben als Bastard irgendwie angesehen wird oder als komische magische Figur, vor denen die Leute natürlich Angst haben, weil sie die Witcher ja auch nicht ganz verstehen. Und die Beziehung zu Vesemir, die sich hier halt aufgebaut hat, weshalb man ihn ja später dann auch so gern hatte. Und ja, Gwent halt beigebracht. Und ich habe so viel Zeit hier am Anfang verbracht. Stunden war ich hier auf jeden Fall ganz am Anfang in diesem Gasthaus, bevor ich dann irgendwann mal weitergezogen bin. Und ach komm, da kommen wirklich gute Erinnerungen hoch und zeigt einfach mal wieder, was für ein unfassbar gutes Spiel The Witcher 3 war. Ja, Schande, wo wir heute gelandet sind, ne? Hallo! Ich habe ja lange überlegt, welches Hotel ich jetzt genau auf welchen Platz packe. Denn eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, das eigentlich so ziemlich coolste Hotel, was es in Videospielen gegeben hat, ist eigentlich das Hui Hotel aus Luigi's Mansion 3. Ich meine, das ganze Spiel, dieses richtig gute, richtig toll designte Spiel, Luigi's Mansion 3 ist vielleicht das schönste Spiel auf der Switch. Es sieht so unfassbar gut aus und ich finde das Hotel auch so unglaublich gut designt. Wie du durch die ganzen verschiedenen Ebenen gehst, wie du im Keller ja eigentlich anfängst und wie du dann immer wieder Schlüssel am Ende der Mission bekommst, um das Hotel Stück für Stück zu erkunden. Das Einzige ist, es ist halt recht linear, aber trotzdem, es ist halt so geil, wie jede Ebene so ein eigenes Thema hat. Ob es einfach ein riesiges Movie-Theater ist oder ob es einfach voller Pflanzen ist oder so ein bisschen wüstenartig oder ob es ein riesiger Boilerraum ist. Es ist so geil gemacht, wie du auf verschiedenen Ebenen des Hotels immer in eine eigene kleine Welt abtauchst und auch immer so kleine eigene Gameplay-Mechaniken serviert bekommst, sodass eigentlich jede Ebene für dich so eine kleine extra Welt ist und dann aber auch immer wieder zwischendurch verbindet sich das halt auch, du musst da ein bisschen backtracken, das heißt die Lobby öffnet sich dir auch immer wieder, da gibt es immer wieder neue Wege. Und das ganze Spiel, Luigi's Mansion 3, ist ja eigentlich dieses wunderschöne große Wii-Hotel. Ich mochte auch die Story, ich mochte die Optik und die Aufmachung, die Musik in den verschiedenen Ebenen. Luigi's Mansion 3 ist einfach so unfassbar gut. Der einzige Kritikpunkt, der so ein bisschen bleibt, ist, dass halt so zum Ende des Spiels so ein bisschen die Abwechslung fehlt. Aber das Design und die ganze Aufmachung vom Hui Hotel ist einfach so geil. Und deshalb ist eigentlich dieses Hotel so ziemlich das schönste, coolste, genialste Hotel aus Videospielen. Aber wie das immer so ist, ich kam einfach nicht drum weg, aus nostalgischen Gründen ein anderes Gasthaus für mich zu wählen. Ich werde dieses Gefühl nie vergessen. Eines der wunderschönsten Spielerlebnisse, die ich hatte, eines der wunderschönsten Gefühle, das ich damals hatte, war mich in Dalaran einfach dort irgendwo hinzustellen und mich in diesem Ort einfach heimisch zu fühlen. Dalaran ist für mich ein einziges großes Gasthaus, ein einziges großes Hotel, ist es ja nicht, ist halt wirklich ein Gasthaus.
Es war einfach mein Ruhe. Und ja, ich war in Sturmwind, gibt es natürlich auch das coole Gasthaus neben dem Auktionshaus, wo sich die Leute versammelt haben. Aber da hat man nicht wirklich viel Zeit drin verbracht. Genauso in Eisenschmiede, meine zweite Hauptstadt. Ich habe in diesen Städten auch super viel Zeit verbracht. Aber Dalaran ist ja irgendwie wirklich ein einziges großes Gasthaus für uns da alle. Weil eben dort alle Fraktionen zusammengekommen sind. Die Horde und die Allianz sind beide da durchgelaufen. Und ja, du hattest dein Gasthaus auf der Allianzseite. Du hattest aber auch gemeinsame Gasthäuser. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemogelt, aber Dalaran war für mich einfach Heimat. Dalaran war für mich zu Hause. Ich habe Ende Burning Crusade angefangen, habe aber Shadrad nie wirklich gemocht. Ich habe da auch nicht wirklich viel Zeit drin verbracht. Als ich dann damals Karazhan geraidet hatte und einmal mitgenommen wurde zu Lady Vash und dann kam auf einmal auch schon Sonnenbrunnenplateau. Da hat man sich dann drum gedreht und dann kam Wrath of the Lich King raus und das war so meine Hochzeit. Da habe ich damals World of Warcraft gespielt und deshalb war dann meine Hauptstadt natürlich Dalaran. Auch wenn ich, wie gesagt, sehr gerne Zeit in Sturmwind und Eisenschmiede verbracht habe, weil das halt unsere jeweiligen Fraktionshauptstädte waren, ja, denke ich trotzdem am liebsten an Dalaran zurück. Da sind wir mit der Gilde gewesen, haben uns da rumgetrieben. Oder ich habe dann halt auch mal, wenn ich alleine losgezogen bin, habe ich mich an der einen Ecke bei der Statue hingestellt und habe einen Gear-Check gemacht und habe Random Raids zusammengetrommelt, habe mich da mit den Leuten getroffen. In Dalaran war zu der Zeit, wo ich gespielt habe, also das war natürlich nicht nur Dalaran, sondern der Handelschat, der war halt auch echt cool. Da wurde nicht einfach nur rumgespammt. Es kam teilweise gerade nachts auch echt so coole Unterhaltung zustande. Und diese unfassbaren, unzähligen Stunden in meiner, ja, Heimatstadt Dalaran, da oben in den Wolken, das ist eine Erinnerung, eine nostalgische Beziehung, die ich zu diesem Ort habe, zu diesem einzigen großen Gasthaus, geschützt von allem Bösen. Das wird nie vergehen. Das kann mir auch keiner wegnehmen. Und da, so geil das Hui Hotel auch ist, an sich, aber dieses nostalgische Gefühl in Bezug auf Dalaran, das ist einzigartig für mich. Und ich vermisse die alte World of Warcraft-Zeit. Und Wrath of the Lich King, das war einfach genial. Und deshalb mein Platz 1, mein liebstes Hotel, mein liebstes Gasthaus, meine liebste Taverne, wie man es nennen möchte, ist quasi Dalaran. Auch wenn das Hui Hotel eigentlich das coolste Hotel ist. Ich möchte es noch einmal gesagt haben. So, und jetzt bin ich sehr gespannt zu lesen, was ihr geschrieben habt. Was sind eure liebsten Gasthäuser? Wenn euch dieses Video gefallen hat, über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und ja, vielleicht sehen wir uns demnächst auf Twitch. Gute Laune Typ, da streame ich ab und zu mal ein bisschen. Oder vielleicht habt ihr Bock auf Instagram vorbeizugucken. Gute Laune Tim, da poste ich auch ganz gerne mal Sachen. Und ansonsten, Abo raushauen, dann verpasst ihr keine Top-Liste, die wir jetzt gerade jede Woche hochladen. Und dann sehen wir uns demnächst. Euer Tim sagt Tschüss, haut rein, hab euch lieb.